Nicht, dass ich aus Versehen auf einen anderen Kanal live gegangen bin. Aber es ist der richtige Kanal. Wunderbärchen. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, sag ich schon. Schönen guten Tag wünsche ich. Willkommen zum Stream, zu einer, ja, zum Reaction-Stream. Seit langer Zeit mal wieder. Yay! Und ich bin ja nicht alleine hier. Ursprünglich sollte noch Zeuge mit dabei sein, nur den hat dann halt die Arbeit aufgehalten. Ist so, kann man nichts dran machen. RL geht vor. Aber Yuki ist hier. Hallo! Und ja, ich bin gespannt drauf. Ich habe jetzt so überhaupt keine Ahnung, was kommen wird. Also, ich glaube, es wird nochmal auf diese Remakes eingegangen werden. Vielleicht auch noch fürs neue Spiel. Mal gucken, schauen, tun. Also generell muss man dazu sagen, die Remakes kommen im November raus. Wir wissen bisher so gut wie gar nichts, außer dass sie existieren. Und es wäre halt schon ganz praktisch, wenn sie uns da ein bisschen was zu zeigen würden. Genauso wie zu Arceus Legends. Also es wäre schon mal ganz praktisch, wenn da was kommen würde. Vielleicht werden sie auch noch auf ihren Mega-Hit eingehen. Pokémon Unite. Ja, das würde mich auch nicht wundern, wenn sie da jetzt auch raushauen, dass jetzt da, keine Ahnung, die ersten neuen Pokémon kommen oder so. Ja. Hi, Mibio. Hallöchen. Meine Pokémon Unite ist echt faszinierend. Die haben es wirklich geschafft, also die Pokémon Company, ein MOBA-Titel rauszubringen, der sich immer noch hält, der immer noch sehr, sehr hyped ist, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja gut, man muss halt auch dazu sagen, an sich ist Pokémon Go auch immer noch sehr beliebt. Also das spielen auch noch sehr, sehr viele Menschen. Das hält sich auch noch. Das ist halt bloß nicht mehr so Mainstream, wie es halt zum Anfang war. Also der Hype ist halt relativ schnell abgeklungen. Habe ich mein verdammtes Chat-Tool? Absolut keinen blassen Dunst. Gut, dann sind wir schon zwei. Weiß, wenn ich mein Chat-Tool aktivieren muss, Windows-Taste und dann halt die ersten Buchstaben des Programms eingeben, dann ploppt es bei mir auf. Ah, da ist es doch. Aber ich wechsle schon mal den. Eigentlich hatte ich das schon. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Blick auf meinen Browser erhascht, auf die vielen Tabs, die ich habe. So. Das klingt so, als ob Ziff der Master der Tabs ist. Ich habe, glaube ich, in meinem ersten Browser habe ich aktuell so um die 70 Tabs offen, im zweiten über 130. Aber okay, der zweite Browser ist auch nur YouTube und ja, da arbeite ich mich halt immer ab. Hallo Rauzi! Also so viele Tabs hatte ich damals offen, wo man bei Opera noch Tabs decken konnte. Ah, statt History zu nutzen, einfach Tabs. History nutzen? Eine klar, für Chronik nutze ich dann, aber. Ich bin gerade dezent schockiert, okay? Was denn? Wie 700 denn? Tabs? Hm? 700 Tabs? Meine Graka würde abschmieren bei so vielen Tabs. Nicht 700. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das sind halt. Wie viele sind das? Ja, wie gesagt, im Hauptbrowser um die 70 und im zweiten Browser um die 130 aktuell. Wobei das mitunter halt auf die 300 hochgehen kann, weil den Browser nutze ich halt hauptsächlich, um meine YouTube-Videos abzuarbeiten. Macht jetzt trotzdem nicht besser, ist dir klar, ne?
Ich sag mal so, als ich meinen aktuellen Rechner vor bald 4 Jahren zusammengestellt habe, habe ich darauf geachtet, dass er möglichst viel Arbeitsspeicher und eine gute Grafikkarte hat. Das lohnt sich aktuell. So. Und Zerosef, Ziv und Yuki sind hier im TS. Und da ist die System. 128 GB RAM, weil der Browser muss auch laufen. Ja, so nach dem Thema. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt aktuell. Ich glaube 64 GB oder so etwas um den Dreh. Vielleicht ein bisschen mehr. Geht klar, Zerosef. Hi, Bluesfeld. Hallöchen an euch alle. Muss man mein Spiel noch speichern? Dann tue dies. Ich bin gerade etwas überstürzt aus meinem Stream aufgebrochen. Ja, es tut mir leid. Kannst du ja nichts für, ich hab's ja komplett verpeilt. So, gebe Yuki Rhythm Game. Yuki kennt keine Zeit mehr. Geht im Pokémon schnell, welcher Rot-Blau kein Interesse mehr. Das ist aber dann schon sehr, sehr, sehr lange her, Seed System, dass du kein Interesse daran hast. Also Seed System, dann hast du leider die beste Gen verpasst, weil das war Gen 2. Also Gold, Silber, Kristall. Und zwar, wenn ich den immer wieder kurz weggeschaltet habe, ich muss da halt noch Sachen nachgucken. Und müsste ich allzu viel sehen von mir. Mach. Hallo Kevin G. Da steht sowieso noch Stream Premiere startet gleich, also von daher. Keine Ahnung, mir hat Rot gereicht. Hat dich Rot schon so sehr abgeschreckt oder wie ist die System? Ich muss fairerweise sagen, ich will. Also wenn System einen der Gamebreaker-Bugs hatte, dann kann ich sogar nachempfinden. Ich will ständig Pokémon mal endlich ordentlich spielen. Ich habe auch schon diverse Spiele, aber ich komme einfach nicht dazu. Zu viele andere Interessen, zu viele andere Spiele, die mich hier halt reizen. Das übliche Blabla. Also ich muss halt die Pokémon aus Generation 4 noch zu Ende sammeln und dann habe ich, glaube ich, endlich den Living Dex voll. Okay. So, wie ist die Lautstärke? Könnt ihr uns gut hören? Könnt ihr den Stream gut hören? Bitte um Feedback. Und da das ja jetzt läuft, kann ich auch Vollbild machen. Yes! Passt so, okay. Das klingt doch zumindest gut. Das Team etwas lauter als ihr. Denke, ist so okay. Einmal euren Stream ändern. Jamish Aria geht auf die Pokémon und präsentiert 518 Atten, steht bei mir. Was genau. Habe ich irgendwas falsch geschrieben? Wenn er jetzt darauf hinaus will, dass über das E von Pokémon dieser komische Stich fehlt, dann tilt ich. Das aber ist, ganz hart. Das ist kein Deutsch. Das ist. Yoshi! Raus! Raus, raus, raus! Du musst nicht dein Liebler sein als irgendjemand anders. Also, sorry. Nochmal 2 Minuten warten, dann refresh mal bitte Bluesfeld. Wollte gerade sagen, bei mir sind es noch 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1, 0. Ah, gut, Ziff ist mal vor mir. Hello, everyone. I'm
Tsunomiya from the Pokemon Company. Today, I'm happy to share with you our latest updates on a number of games. First, we'd like to share some news about Pokemon's first strategic team battle game. Pokemon Unite, okay. The Nintendo Switch version of the game has already been released, and the release of the mobile version has now been set for September 22nd. Ja, das musste kommen. Mobile. Ja gut, das war ja vorher schon gesagt, dass Pokémon Unite auch für Mobile kommt. Ja. Ja, okay, das ist gut. Crossplay. Das ist schön. Also ich bin raus, ich spiele Nier Reincarnation, damit habe ich genug zu tun, da ich keine Zeit für Pokémon Mobile. Ich habe überhaupt keine Zeit. We hope you'll all pre-register and look forward to the mobile release. Players who are quick to jump in with the Nintendo Switch version that has already been released can also receive Zeraora's Unite license as a launch bonus. Ja gut. Übergroß. Ich hab Crosspay gehört. Naja, bei Pokémon Unite ist das gar nicht mehr so daneben gegriffen. Also soweit ich gehört habe, kannst du sehr, sehr viel Geld da reinballern, bloß um ein Pokémon zu maxen, wo ich mir halt einfach nur so denke, nein. Und bei mir kommt hinzu, es ist halt ein Multiplayer-Spiel. Und mit Multiplayer-Spielen kannst du mich jagen, die mag ich nicht. Ich bin Singleplayer only. Also ich habe zwar eine Gilde in Final Fantasy 14, aber ich spiele hauptsächlich Solo, das sollte alles erklären. Und da wurden eben zwei neue Pokémon vorgestellt. Now, I'd like to share some news about a few of our other games. Ja, das ist schön, sie verweilen nicht allzu lange auf Pokémon. Ja gut, Pokémon Presents gehen ja meistens auch nur so 15 Minuten maximal, also wird nicht sonderlich lang sein. The puzzles have been refreshed with the addition of new elements with which you can mix, link and blast puzzle icons. Was ich immer wieder gerne gespielt habe auf dem 3DS, dieses eine Pokémon-Puzzle-Teil. Ich weiß nicht, wie der Name heißt. Pokémon Puzzle League. Pokémon new to Pokémon Café Remix and new dress-up options. Oder Pokémon Shuffle. Okay. Da würde ich mir ein Remake oder so von wünschen, weil das hat echt Bock gemacht. Auch wenn es manchmal halt extrem schwierig und herausfordernd war. Wir müssen es ja nicht mal direkt remaken. Also eigentlich ist es relativ easy, das auf Switch zu porten. Pokémon Masters? Das war 2 Years Anniversary? Stimmt, das gibt's ja auch noch. Da kriege ich immer nur mal so am Rande mit, dass da irgendwas ist. War das nicht das Spiel, wo du im Prinzip eher Trainer sammelst als Pokémon? Ja, irgendwie schon. Celebrate the 2-year anniversary of Pokemon Masters EX, players will get the chance to scout up to 100 sync pairs at no cost. Plus, 3 different legendary events are returning at once. Ja, nee. Players can team up with 3 legendary Pokemon. Ja, das ist dieses, wo du Trainer sammelst anstatt Pokémon. Be returning in a special outfit as part of a Masters sync pair. And his Pokemon are able to target all opponents with their attacks. Look forward to seeing N as well as other 2-year anniversary sync pairs soon. Then, starting in September, a new story arc unfolds. Villainous Team organizations Rocket. Are stirring once more Yay. As the story takes a darker turn. You won't want to miss it. We have plenty of other events and exciting content planned as well. So come join us in celebration of this special anniversary. Also, if you log into the game after this presentation, you can receive a present of 3,000 gems as our newest campaign begins. You won't want to miss it. Und das dürfte Alko freuen. Neue Pokémon erscheinen, Pokémon Go. Weil Alko spielt das immer noch ausführlich. Yep. The Ultra Unlock Part 3 Sword and Shield event will begin on August 20th, 2021 at 10 a.m. local time.
players can look forward to seeing Wooloo, Squawvit, and Phalanx during the event. The legendary Pokemon Zacian and Zamazenta will also be appearing in 5-star raids. It seems that the sudden appearance of Pokemon originally discovered in the Galar region has something to do with the mischievous tricks of a certain mythical Pokemon. Be sure to take part in these events and discover the truth behind these curious appearances. Ja, Pokémon Go ist schon 5 Jahre alt. Macht mich genauso fertig, Blue. Ich erinnere mich noch daran, wie Tiger das immer früher gespielt hat. Ich weiß noch, wie Unyu beim ZFM bei 18, glaube ich, war das, die ganze Zeit draußen gesessen hat beim DTC und die ganze Zeit immer den Pokéstop abgefarmt hat. Okay, das ist jetzt das Remake zu, zu Diamant und Pearl. Oh. Also diese Chibi-Grafik sieht nicht verkehrt aus. Sie passt halt irgendwie zu Pokémon. Ja. Obwohl ich hoffe, dass man alternativ hoffentlich Outfits wechseln kann zu denen von Pokémon Platin. Puh. Lol, du kannst deinen eigenen Pokémon voll designen. Ja, ja, das gab's aber im Original auch. Ja, daran merkt man, ich habe das Original nie gespielt. Ich bin beim 6. Orden oder so, also ich spiele ja momentan gerade Platin privat. Und ja, kann man. Oh, nice. Okay, das finde ich cool. Ist das neu? Oder überarbeitet? Überarbeitet. Also, dass man Kostüme während den Wettbewerben tragen konnte, das gab's schon immer. Aber halt, dass man die Outfits auch wechseln kann, normal, während man unterwegs ist, das ist halt neu. Okay, what the fuck? Du kannst ja da eine Hülle ausbauen? Yep. Okay. Das war damals die Weiterentwicklung von Geheimbasen, die man aus der 3. Generation hatte. Okay, Team Galactic ist halt die Schurkenorganisation. So, es wäre jetzt halt ganz gut zu wissen, ob sie den Platin-Content mit reinbringen. Weil das ist das, wo bisher nämlich hart spekuliert wurde, ob sie jetzt nur den Diamond Pearl-Content reinnehmen oder ob sie den Platin-Content auch mit reinnehmen. Gab es überhaupt einen Pokémon Platin? Ja. Wie gesagt. Pokémon Platin ist arschteuer, wenn du das versuchst jetzt zu kaufen. November. Also wie gesagt, ich finde das mit dem Design her gar nicht mal so schlecht, wie sie das gelöst haben. Es passt halt einfach zu dem Stil von Pokémon, wie es war. Ja. After 15 years, Pokémon Diamond and Pokémon Pearl have been reborn.
into Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl. This adventure takes place in the Ich glaube eher an ein Platin-Remake deiner, ach. Wäre halt auch möglich, dass sie noch ein Platin-Remake dann bringen. Man wird sehen. Ich fände es halt tatsächlich gut, wenn sie die Special Editions wieder zurückbringen. Also sprich die erweiterten Editionen. Wie sie halt im Vergleich damals halt mit Gelb, Kristall, Smaragd und Platin halt genutzt haben. Gibt es seit Generation 5 ja gar nicht mehr. Leider. Deine Generation war XY, oder? Nee, Schwarz-Weiß. Okay. Also seit Schwarz-Weiß gibt es das nicht mehr. Wie gesagt, ich fände es halt ganz gut, wenn sie es halt wieder zurückbringen, weil die anderen Editionen waren halt immer um gewissen Content und daher erweitert. Zwar nicht viel, aber es war halt immer noch mal so ein bisschen was Zusätzliches, was einem noch mal die Geschichte der Region auch so ein bisschen näher gebracht hat. Und das fand ich persönlich, fand das eigentlich immer ein relativ nices Gimmick. Team Galactic is up to something. There appears to be some sort of lofty goal behind all their audacious activity. Bei Schwarz und Weiß hatten sie das ja unter anderem so gelöst, dass wenn man Schwarz oder Weiß gespielt hat und dann Schwarz und Weiß 2 sich geholt hatte, dass man mit dem Speicherstand von dem vorigen Teil dann noch Zusatzcontent freischalten konnte. Das fand ich da zum Beispiel auch ganz gut gelöst. Aber wie gesagt, also seit Generation 6, also seit X und Y, gibt es halt gar nicht mehr. Und X und Y war ja auch irgendwie mehr oder minder halbgar gewesen, weil das war gefühlt nie komplett beendet worden. Ja, wenn die Fans melken, dann richtig. Letzten Endes, jeder Spielspielentwickler will Geld verdienen und Fans melken. Die einen machen es halt ein bisschen ausführlicher und frecher, die anderen eher zurückhaltender. Ich meine, solange es nicht Activision Blizzard-Ausmaße annimmt, so von wegen Lootboxen und so. Such as confetti or fireworks. Ja. By collecting stickers at various locations along your journey and decorating them. So lange würde ich halt auch sagen, kann man es noch irgendwo verkraften? Ich meine, heutzutage ist es ja generell auch so, dass es eigentlich egal ist, welche Edition man sich holt, weil man kann durch das ganze Online-System halt relativ gut trotzdem alle Pokémon kriegen. Super contest shows, your Pokémon can dance to the rhythm of the music, proudly show off a contest move, and aim for a successful show. Cooperate with your partner Pokémon to really work up the crowd. Das bedeutet im November, ich brauche eine neue Switch. In the Union Room, this release allows you to use not only local communication, but also online communication to interact with trainers all over the world. Hätte ich das Geld, hätte ich mir diese OLED Switch ja vorbestellt. Ich habe tatsächlich auch überlegt wegen der OLED Switch. Rein allein wegen den Joy-Cons. Dann habe ich gelesen, dass es keine Verbesserung an den Joy-Cons gibt. Es ist einfach nur ein besserer Bildschirm. Und schön, sie haben das Feature, dass die Pokémon dir wieder hinterherlaufen, wieder eingefügt. Endlich mal! Die hören auf Fans, das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Oh warte, das ist das Spiel, was nicht von Game Freak gemacht wird. Deswegen hören sie auf Fans. Please wait just a bit longer for the start of your adventure. But that's not all. Und das war SCQ, kümmere ich mich gleich drum. Dialga and Palkia Edition will also be released to celebrate the launch of these games. Och komm, bringt doch nicht eine Nintendo Switch Lite raus, bringt eine richtige raus. Pokémon Dialga and Palkia, bringing to mind the special Nintendo DS Lite Onyx Dialga and Palkia Edition that was released back in 2006 to align with the original game's launch. It will be available to purchase beginning November 5th, 2021. Look forward to it. Next, we have some information for you about the Pokémon Legends Arceus game, which is being developed by Game Freak. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf.
Oh, ich sehe den Shitstorm schon kommen. Sollte ich Twitter jetzt schon aufmachen oder sollte ich noch warten? Ich glaube, ich warte noch. Shitstorm wegen der Light oder weswegen? Nee, wegen Legends. Ich muss mal eben kurz mich um ICQ kümmern. Es tut mir leid, da sieht man für einen kurzen Moment lang nichts. Ups. So, sorry. Ich bin nicht begeistert. Weil? Es ist immer noch das gleiche Problem, was man bei Schwert und Schild hatte. Ich wollte gerade sagen, ist das ein neues Vulcano? Eventuell das Design, das ist ein bisschen... Naja, das ist eine neue Regionalform. Was ist das für ein Vogel? Das ist einer aus der neuen Generation, der Voldemort als Flugtaxi benutzt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich müsste jetzt in meinen Pokémon Home Account gucken, da habe ich den drauf. Ja. Ich meine, sie haben es ein bisschen verbessert. Was das Setzen der Assets betrifft, dass es halt nicht mehr ganz so aussieht, als sei es irgendwie einfach nur random irgendwo hingestellt. Das heißt, da haben sie schon ein bisschen drauf geachtet, dass sie die Kritik befolgen, was jetzt so verschiedene Sachen betrifft. Aber dann siehst du wieder Gegenden, wo man halt merkt, dass sie da noch nicht allzu lange dran arbeiten, weil genau das altbekannte Problem ist, was im Schwert und Schild existiert hat, jedenfalls was designtechnisch das betrifft. Ich finde, sie haben sich so ein bisschen beim Design gefühlt an Breath of the Wild erinnert. Also halt wirklich an... Ja, naja, dahin sollte sie auch gehen. Also sie haben ja gesagt, sie orientieren sich an Breath of the Wild. Also der erste Trailer war auch so ein bisschen an WoTW angelehnt. Mhm. Aber du siehst halt immer noch so teilweise, gerade so bei der Umgebung, bei den Bäumen, so du hast welche, wo sie sich halt wirklich versucht haben, mehr auf die Ausformung zu konzentrieren, dass es halt nicht mehr so ganz aussieht, als sei es einfach nur irgendwie dämlich platziert. Und dann hast du wieder welche, die einfach aussehen, als seien die da einfach nur gerade irgendwie aus Photoshop rausgenommen und da rein platziert worden. Das Gute ist, 28. Januar 2022, das ist noch ein wenig hin, da kann noch ein bisschen was geschehen. Ja, aber sind wir mal realistisch, das sind jetzt noch 6 Monate. Und was macht man in den letzten 6 Monaten? Bugfixing. Da wird grafisch wird sich an dem jetzt nicht mehr viel tun. Ich meine jetzt gerade diese Ebene, das ist ja die, die wir am Anfang jetzt gesehen haben. Mhm. Da sieht man, dass sie wesentlich mehr Arbeit reingesteckt haben, als das, was wir jetzt so ein bisschen später im Trailer gesehen haben. Und das ist wieder das typische Problem, was Game Freak hat. Sie haben nicht genug Zeit, um wirklich in der Entwicklung so ein bisschen mehr sich auf die ganze Gestaltung zu konzentrieren.
Sinnoh Region. You'll set out on an adventure with the goal of completing. Das war halt das generelle Problem. Das war auch das, was man im ersten Trailer halt schon angemerkt hat, dass halt sie vieles von den Assets von Schwert und Schild einfach genommen haben, versucht haben, wieder irgendwie herzurichten, dass es halt ein bisschen besser kommt, aber im Endeffekt ist es das gleiche Problem wieder. Professor Laventon's field of study is the ecology of Pokémon. He came to the Hisui region along with Pokémon he met in various other Ferien von Game Freak, Lul, mein Vinitus. Ja, Vinitus hat leider Gottes recht. Game Freak könnte viel mehr, wenn sie es nicht dauernd rushen müssten. Also Seed-System hat es halt gut ausgedrückt, es sieht sehr gerusht aus und das ist es leider auch. Mich stört so ein bisschen, dass die Kleidung grob pixelig aussieht. Also jetzt die Details. Ja. Weil das... Dass sie halt irgendwie eine kleine Grafik genommen haben und das groß gezogen haben, damit es auf die Auflösung herpasst. Ne. Ich lasse mich überraschen. So aus, als seien sie aus Pappe. Das ist ja schon mal was. Ja. Arceus Legends oder beziehungsweise Legends Arceus ist ein komplett neues Game, das von Game Freak entwickelt wird und man ist sich noch nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Ableger ist oder ob es eine neue Generation einleiten wird. Also, da lassen wir uns einfach überraschen. Ja. Once you've completed a survey assignment, return to the village and report the results to whoever requested the job. Pokémon live all over the place. Get close to them and aim carefully, then throw a Pokéball to try to catch them. Also das finde ich wiederum ein interessantes Konzept. Es ist halt nicht mehr so, du läufst also einfach durch die Gegend und das stößt irgendwann auf Pokémon. Du musst dich wirklich an die anschleichen. Also was man definitiv sieht im Vergleich zum ersten Trailer ist, dass sie an der Framerate gut was gemacht haben. Ja. Weil wir hatten das in der ersten Präsentation war das noch so gewesen, dass schon während das Pokémon im Blickfeld war und man sich dem angenähert hat, dass man halt schon richtig gesehen hat, wie die Framerate runterging. Das ist zwar immer noch ein ganz klein wenig der Fall, aber nicht mehr so, wie es noch zu Anfang war. Und da muss ich sagen, da merkt man richtig, dass sie da was dran gemacht haben. Okay, jetzt sieht man auch die Zugreihenfolge, wie bei vielen RPGs. Das finde ich auch genial. Und wie auch bei anderen RPGs, je nachdem, welche Attacke du ausführst, beeinflusst es dann auch die Reihenfolge der Züge. Inaro, tatsächlich ist es so, dass 5 Jahre der normale Zeitraum für einen Entwicklungszyklus von einem Game ist. Also, so wie wir das jetzt halt mitbekommen, wie das jetzt hier gelaufen ist seit Pokémon Schwert und Schild. Es war ja irgendwie, Pokémon Schwert und Schild hatte 2 Jahre Entwicklungszeit. So, Pokémon Arceus Legends liegt jetzt, glaube ich, bei 1,5 bis 2 Jahren. Das ist vielleicht die Hälfte von dem, was Entwickler normalerweise für ein Spiel an Zeit haben. Und da merkt man halt, dass Game Freak sehr, sehr hart darunter leidet, unter dem Zeitdruck auch. Denn man sieht es den Games leider Gottes sehr oft an. Also gerade was jetzt zum Beispiel diese Wassertextur betrifft, die man eben kurz gesehen hat, es ist 1:1 das gleiche, was man auch in Schwert und Schild gemacht hat. Und das ist eine alte Form von Texturing, die man da genutzt hat, wo man absolut null Übergänge zwischen Wasser und Boden hat und die absolut nicht schön aussieht. Das konnte man auf Mantium 60 konnte man das machen. Aber wir sind halt lange, lange Zeit über den N64-Status raus. Pokémon gains power from the souls possessing it, letting it swim on and on without tiring.
Ja, ich habe mir gemerkt, wie die Wassertextur aussieht. Was auch irgendwie neu ist, ist, dass das Background kein fixer mehr ist, sondern wirklich dort, wo es ist. Meint Fenaro. Also ich vermute, du meinst, dass der Background halt wirklich ein dass du halt wirklich im Background erkunden kannst. Dass er halt quasi kein Platzhalter ist. Dass man halt einen gewissen Radius hat, der halt wirklich fix ist, den man auch wirklich erkunden kann, ohne dass sich dabei immer wieder ein vorgerenderter Hintergrund mitbewegt. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. But what connection does it have to your adventure? Das zum Teil, das bemalt und ein paar Büschel drauf. Ja, das ist aber genau das, was ich meinte. So, generell hat man das ja immer, dass die Bodentextur halt generell vorgemalt ist in den verschiedenen Farben, die man braucht, und dann platziert man die Assets. So. Und die Art und Weise, wie man aber die Assets platziert, wie man die Gegend gestaltet, indem man es ausbaut und alles drum und dran, wie die verschiedenen Elemente ineinander übergehen, sei das jetzt Gras auf Baumwurzel und sonstiges, nicht alles drum und dran. Das ist eine Gestaltungsfrage, für die normalerweise Firmen ganze Abteilungen haben, die sich darum kümmern. Und das hat Game Freak nicht. Muss man halt immer noch dazu sagen. Die haben halt dafür einfach keine Leute. So, das meinst du. Ja gut, das liegt aber daran, weil es ein Open-Kampf-System ist. Das heißt, du hast halt nicht mehr diesen Übergang, dass du von dem normalen Modus in den Kampfmodus wechselst, sondern du bist halt gleich direkt im Kampf drinne. Wie vorhin wurde es so schön mit Monster Hunter verglichen. Verge, die Story ist nie zu Ende. Genauso wie bei Mario die Story nie wirklich zu Ende ist. Jede Generation hat ihre eigene Story. Ja. Ja, aber trotz der nicht berechtigten Kritik, ich bin gespannt drauf. Ich bin wirklich gespannt drauf. Also ich lasse mich überraschen, sage ich so, wie es ist. Hm? Also die Remakes der vierten Generation finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Gefällt mir zumindest von dem, was ich gesehen habe. Da habe ich mit dem, was man jetzt bei Legends gesehen hat, immer noch so ein bisschen mehr meine Zweifel daran. Letzten Endes, man wird sehen. Das ist halt alles, was ich jetzt sagen kann. Man wird es sehen. Ja. Beziehungsweise sehen müssen. Aber generell, stellt euch darauf ein, dass was ihr grafisch jetzt seht, so wird wahrscheinlich das Endprodukt aussehen. Es wird jetzt halt hauptsächlich nur noch in den letzten 6 Monaten Bugs und Performance-Fixing betrieben. Ja. Was sagt das, was sagt Internet? Shitstorm? Willst du wirklich, dass ich Twitter aufmache? Lass es. Ich sehe gerade bei mir King of Falion. Meint, okay, Pokémon Legends looking a lot cleaner than what we saw originally. Hopefully that they polish this visual more headed into launch. Switch emulator plus what is gonna make this look absolutely incredible, though. These gameplay challenges are looking very dope. Ja, also die Gameplay-Veränderungen, das ist halt für mich so, dieses Argument, weshalb ich halt sage, ja, okay, das würde mich echt reizen. Aber das bin halt ich, also da verzichte ich auch gerne auf da nehme ich auch gerne Grafikschwächen in Kauf, wenn halt das Gameplay dann entsprechend überzeugen kann. Ich habe hier gerade einen Kommentar, der mir sehr aus der Seele spricht. Pokémon Arceus sieht einfach immer noch aus wie Alpha Game. Copy-Paste Stadt, Copy-Paste Bäume. Mechaniken sind zwar nett, aber man sieht, wie dahingeklatscht das Game ist. Money Grab Incoming. Die Remakes dagegen, Liebe. Ja. Muss ich halt wirklich sagen, man sieht das Legends leider wirklich so an.
Das ist immer noch sehr viel Copy-Pastes aus dem, was man halt von Schwert und Schild hat. Und wie gesagt, also man sieht es bei vielen, vielen Bewegungen auch der Kamera, dass es eins zu eins die gleichen Assets sind, die man halt auch schon in Schwert und Schild hatte. Ich werde generell noch ein bisschen warten, wie das jetzt ausschaut und werde auch ein bisschen auf meine heißgeliebten Quellen warten, die sich gerne daran tun, Trailer auseinanderzunehmen, was Gameplay, Performance und alles sowas betrifft und Designtechnisches. Und vielleicht werde ich da später nochmal meine Meinung dazu geben, wenn denn da genug da ist. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt meinen Mauszeiger finden würde, folgt Yuki, dann werdet ihr das auch garantiert mitkriegen, falls ihr das dann auf ihrem Kanal streamen sollte. Und ansonsten findet ihr auch auf ihrem Kanal garantiert irgendwelche Social Media Links oder so. Vielleicht wird sie dann auch ihre Meinung über Twitter oder so posten. In also dem Sinne, Leute. Da habe ich einen aktiven Feed, da könnt ihr sogar auf meinem Kanal live mitlesen, wenn ich da was poste. Das ist irgendwo zu matschig. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich glaube, der nächste geplante Stream ist am. Ich geh mal kurz gucken. Samstag oder Sonntag? Am Samstag gibt es auf unserem Kanal mal wieder eine Runde Among Us. Da könnt ihr euch drauf freuen und vielleicht gibt es Zeit davor auch noch einen Stream. Mal gucken, schauen, tun. In dem Sinne, Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich schau mal in kurz. Wie viele Leute sind wir? B, wohin kann ich euch jetzt als nächstes schicken? Ich sehe, Glocke Hara ist online, Berlin-Dude ist online. Ich sehe, Zytox ist online, Tremaine ist wieder online, der macht gerade einen Test vom Mega Man 3 im Game Boy. Das wäre ganz nice und Berlin-Dude hat ansonsten Wonderboy 3 Dragon's Trap Game Gear Version. Wo ich denke mal, was er gerade lernt. Ich denke, ich schicke euch zu dem Berliner. Weil das dürfte interessant sein. Berlin Dude ist immer für Unterhaltung gut. Wonderboy verspricht Schmerzen. Ja. Okay, in dem Sinne, Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Grüßt den Berliner schön von mir und von Yugi auch. Und ja, bis demnächst. Ciao.